Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Pro und Contra. Ein Gastwirt wird von Jugendlichen verprügelt. Ein Pfleger in der Notaufnahme des Krankenhauses von Meran und erst am Sonntag überfallen zwei junge Männer mit einem Pfefferspray eine junge Meranerin. Das alles geschehen innerhalb kürzester Zeit, innerhalb der letzten zwei Wochen. Hat Südtirol, so gesehen, und vor allem besonders Meran, ein Sicherheitsproblem? Genau darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Elisabeth Bachteli führt uns in das Thema ein. Sie ist wieder da, die Diskussion über Gewalt in Südtirol. Begonnen hat alles vor gut einer Woche, als Jugendliche einen Gastwirt in Meran verprügelt haben. Der Wirt hatte die Jugendlichen zur Rede gestellt, weil sie vor der Parkgarage und am Sandplatz uriniert hatten. Nur wenige Stunden später sorgte eine weitere Meldung für Aufsehen. In der Notaufnahme im Meraner Krankenhaus war ein Pfleger grundlos von einem Mann verprügelt worden, weil er den Mann aufgefordert hatte, ein Formular auszufüllen, damit eine Frau untersucht werden konnte. Und am Sonntag wurde eine 22-jährige Meranerin um 4 Uhr früh von zwei jungen Männern mit einem Pfefferspray überfallen. Auch ein Musikvideo sorgt südtirolweit für Diskussionen. Im Video zeigen sich mehrere Jugendliche, großteils mit Migrationshintergrund, als Kleinkriminelle und Gangster. Mit einer Spielzeugpistole in der Hand und vermummt verharmlosen sie Gewalt. Hat Südtirol also ein Sicherheitsproblem? Welche Rolle spielt die Integration von Mitbürgern mit Migrationshintergrund? Werden hier Einzelfälle politisch missbraucht und aufgebauscht? Oder wird ein tatsächliches Problem von offizieller Seite verharmlost? Darüber diskutieren wir jetzt bei Pro und Contra. Interessante Fragen also zu einem absolut brisanten Thema. Und das sind meine beiden Studiogäste. Zum einen Besai Meyer, er ist pädagogischer Leiter des Meraner Jugendzentrums Jungle und Ex-Streetworker, hat also viele Jahre lang mit Jugendlichen gemeinsam auf der Straße zusammengearbeitet. Und zum anderen Andreas Leiter-Reber, Obmann und Fraktionssprecher der Freiheitlichen im Südtiroler Landtag. Schön, dass Sie beide kommen konnten. Schönen guten Abend. Ja. Herr Meyer, ich möchte mit Ihnen beginnen. Wir haben jetzt viel in den vergangenen Tagen auch medial über das vermeintliche Sicherheitsproblem in Südtirol zu hören bekommen. Ist in Ihren Augen, herrscht in Ihren Augen tatsächlich in Südtirol ein Sicherheitsproblem? Für mich herrscht absolut kein Sicherheitsproblem. Eher in der weiten Welt, dort sehen wir viele Situationen, die uns Angst machen. Aber in Meran leben wir noch in einer heilen Welt. Man lebt in Meran noch in einer heilen Welt, sagt Besai Meyer. Herr Leiter-Reber, Sie haben unmittelbar nach den ersten Vorfällen der Gewalt in Meran einen Beschlussantrag im Landtag eingereicht. Sie fordern eine Sicherheitskonferenz. Warum? Das Sicherheitsgefühl ist natürlich immer subjektiv, das ist schon klar, aber die Zahlen sind eindeutig. Wenn wir uns die Statistiken anschauen in den letzten Jahren, hat die Gewalt in Südtirol zugenommen. Die jüngsten Beispiele in Meran sind nur ein Anlass dafür, was wir mit Zahlen ja schon länger wissen, dass die Sicherheit, die öffentliche Sicherheit in Südtirol abgenommen hat. Und das werden auch ganz viele Menschen bestätigen, die tagtäglich auch damit konfrontiert sind oder die in ihrer Vergangenheit in den letzten Jahren auch mit Gewalt konfrontiert worden sind. Einer, der mit Gewalt konfrontiert worden ist, und zwar im Rahmen seiner Arbeit, das sind ja genau Sie, Herr Meyer. Können Sie das bestätigen, was Andreas Leiter-Reber sagt, dass die Gewalt zugenommen hat in den vergangenen Jahren? Ich kann es nicht ganz bestätigen. Ja, was für mich sehr wichtig ist, dass wir nun auch darüber sprechen. Ich sehe es als sehr wichtig, dass wir darüber sprechen und es nicht verharmlosen. Ja, ich habe in all meinen Abenden, in denen ich in der Basserstadt unterwegs war und im ganzen Burggrafenamt, sehr viel Gewalt erlebt. Ja? Und die Gewalt aus den verschiedenen Kulturen, ja? So wie auch aus unserer deutschsprachigen Kultur, wie auch in der italienischen Kultur, wie auch in der Kultur mit dem Migrationshintergrund. Deshalb für mich ist es wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir die Ursachen uns anschauen. Das tun wir ja heute auch im Rahmen dieser Sendung. Andreas Leiter-Reber, Sie haben in Ihrem Beschlussantrag im Landtag wörtlich geschrieben, die Zuwanderung hat die Sicherheitslage verschärft. Laut einer Statistik des Landesinstitutes für Statistik, laut der ASTAT-Erhebung waren 2017 50% Achtung, der Tatverdächtigen, nicht der Täter, der Tatverdächtigen, ausländische Staatsbürger. Das heißt mit anderen Worten, Sie geben hier doch einen Großteil der Schuldigen, haben Sie schon ausgefunden. Das sagt die Statistik ganz offen und das ist nicht meine Wahrnehmung oder auch nicht subjektiv, die Zahlen lügen nicht. Das haben wir auf den Tisch, das wissen wir. Und man muss dazu noch eines sagen,
unter dem Begriff Einwanderer bzw. Ausländer fallen hier ja auch alle Deutschen, alle Österreicher, alle aus dem EU-Ausland, weshalb dann die effektive Ausländerzahl aus dem nordafrikanischen Raum und aus dem arabischen Raum ja um einiges höher noch ist, als wir hier in der Statistik drinnen haben. Das ist ja sehr wohlwollend, wenn wir das so sagen wollen. Und auf der anderen Seite bei den Einheimischen, die als Einheimische geführt werden, sind ja auch viele mit Migrationshintergrund, die bereits die Staatsbürgerschaft haben. Also relativiert sich das um einiges nach oben wieder. Sie sprechen von Zahlen. Sie, Herr Mayer, sind draußen gewissermaßen live unterwegs gewesen an den Wochenenden. Können Sie das bestätigen? Sind Jugendliche mit Migrationshintergrund gewaltbereiter? Auch das kann ich nicht bestätigen. Das habe ich selbst nicht erfahren in meiner Arbeit. In dieser Diskussion möchte ich einmal mehr auch darauf hinweisen, dass wir die Mehrheit der Einwanderer oder der Menschen, die mit dem Migrationshintergrund in Meran leben, unsere WC-Anlagen putzen, unsere Hotel putzen, sozusagen alle oder die Mehrheit die Arbeiten verrichtet, für die wir uns ja schon beinahe zu schade sind. Ja, sehr viel habe ich in meiner Arbeit erlebt, Menschen, die hierher gekommen sind, um uns auch eine Hilfe zu sein, um auch wirklich in der Stadt sozusagen aufgenommen zu werden und ein Teil der Stadt zu werden. Deshalb für mich ist alles eine Folge von dem, wie wir als Gesellschaft uns entwickeln. Das heißt, wir sprechen aber nicht nur, wir sprechen ja nicht nur von Jugendlichen und Kindern. Wir sprechen hier vor allem auch von jungen Männern. Also nicht nur die Einwanderungszahlen bei uns, sondern in ganz Europa sieht man, dass es eben großteils junge Männer im wehrpflichtigen Alter sind, die aus einer ganz anderen Kultur kommen, die anders sozialisiert worden sind, die sich sehr schwer tun mit den Regeln und Normen, wie wir sie hier haben, die teilweise auch ihr religiöses Umfeld, ihr Hintergrund ganz anders ist, das Rollenbild der Frau völlig anders sehen. Und diese Gewaltbereitschaft, die wir hier vor Ort haben, ich glaube, dass auch nicht unbedingt das die Jugendlichen sind, die ins Jugendzentrum in Meran kommen, sondern ich rede hier wirklich von jenen Männern, wie wir sie hier auch im Bahnhofspark in Bozen tagtäglich erleben. Und da haben die Leute schon ganz einen anderen Eindruck und auch die Sicherheitskräfte, die sich damit immer wieder auseinanderzusetzen haben. Verharmlosen Sie vielleicht auch ein bisschen die Situation, Herr Mayer? Ich kenne auch sehr viele Jugendliche, die sich am Bahnhofspark in Bozen aufhalten, weil ich mit vielen Jugendlichen in integrative Projekte gearbeitet habe. Wir haben hier auch sehr positive Zahlen, sobald sich die Jugendlichen aufgenommen fühlen, sobald sie einen Wert bekommen, somit Teil der Gesellschaft sind, dass sie sich auch anderweitig beschäftigen und nicht, dass die Gewalt als solche in erster Linie im Vordergrund steht. Das heißt, wenn ich es schaffe, den Jugendlichen Raum zu geben, sei es nicht nur mit ausländischem Hintergrund, sondern das geht generell in der Jugend, sehen wir das immer wieder, dass wenn Jugendliche Teil der Gesellschaft sein können, wenn Jugendliche ernst genommen werden, dann sinkt automatisch die Gewaltbereitschaft. Herr Mayer, ich habe es Ihnen vorher schon gesagt, ich war selber 15 Jahre ehrenamtlich in der Jugendarbeit tätig. Das trifft für Einheimische wie Jugendliche mit Migrationshintergrund genauso zu, dass sie eine Gemeinschaft brauchen, dass man hier auch einiges bewegen kann. Bin ich voll bei Ihnen. Aber wir dürfen das schon, wir müssen da hier schon trennen zwischen jenen Gewaltbereiten, die wir hier haben. Ich glaube nicht, dass die unbedingt ins Jugendzentrum hinuntergehen, Calcetto spielen und den Pizzateig gemeinsam machen. Ich rede hier wirklich von den jungen Erwachsenen, die unterwegs sind und die immer wieder straffällig geworden sind, wo wirklich die Polizei höchste Probleme damit hat, die Sicherheitskräfte auch. Ich glaube, dass wir hier schon differenzieren müssen. Es wurde so gesehen, auch gleich nach diesen ersten Vorfällen in Meran, der Ruf laut nach mehr Polizei. Würde mehr Polizei dieses Problem unter Anführungszeichen lösen oder nicht wirklich? Ich glaube eben nicht und ich glaube, wie es auch gerade eben gesagt wurde, ist es mehr das Problem, dass wie wir mit den Fällen umgehen, die mehrfach straffällig wurden. Ja, und hier kommen wir an den Grenzen des Gesetzes, ja, wo wir sozusagen Sachen sehen, wo wir sozusagen nicht mehr weiterkommen mit die Jugendlichen, auch keine Bereitschaft zeigen, sich zu verändern. Und dort gilt es,
klare Maßnahmen zu treffen und nicht es zu pauschalisieren, es wären Jugendliche mit dem Migrationshintergrund. Wir haben wie im deutschen Spektrum, ja, ob wir von Nazis sprechen oder wie auch bei Italienern, wo wir hauptsächlich von Faschisten sprechen, die sehr gewalttätig sind und die auch kein Problem damit haben, eine Eisenstange aufzuheben und einen damit gut, zu verletzen. Das sind politisch gewalttätige. Aber ich sage, in den verschiedenen Gruppierungen gibt es immer wieder eben diese Gewalttätigen. Mhm. Und es geht darum, diese Gewalttätigen in Grenzen zu halten. Sprechen wir über den ersten Fall vielleicht im Rahmen dieser Gewalttaten in Meran. Da wurde ja ein Gastwirt von Jugendlichen verprügelt. Einige Medien haben sofort die Meldung verbreitet, da seien auch Jugendliche mit Migrationshintergrund mit dabei gewesen. Herr Leiter Reber, kann es sein, dass Sie als Obmann, als Fraktionssprecher der Freiheitlichen ein bisschen diese Situation der Verunsicherung jetzt ausnutzen? Ich habe nicht einmal reagiert auf diesen Vorfall, deswegen diese Kritik müssen Sie an die anderen Medien stellen. Ich kann Ihnen nur Folgendes sagen, die Tatverdächtigen in Südtirol, da haben wir einfach einen Faktor von 1 zu 10. Es ist einfach so, dass Leute mit Migrationshintergrund 10-mal öfter kriminell werden bzw. tatverdächtig sind. Und wie gesagt, diese Zahlen sind ja noch recht geschönt, weil ja die Statistik nicht genau ist, weil ich, wie vorher gesagt habe, ja einige schon hier drinnen sind. Deswegen, wir können das nicht leugnen. Und das brauchen wir auch nicht. Wir müssen darüber reden und wir müssen endlich auch Daten setzen. Und was vorher angesprochen worden ist, auch die Bestrafung, das ist ja das Problem, dass die Leute auch sagen und auch die Opfer, die entweder bestohlen worden sind oder denen Gewalt zuteil geworden ist, die einfach sagen, denen passiert nichts. Also das ist einmal die Präsenz der Polizei, die in bestimmten Zonen sicherlich zu gering ist, aber vor allem auch der Strafvollzug, der in Italien hier einfach viel zu wenig durchgezogen wird. Denn bei anderen Sachen ist man viel genauer und es stört einfach die Bevölkerung, wenn man sagt, es passiert den Tätern nichts. Und wir fangen immer wieder an zu entschuldigen, die Täter zu entschuldigen aufgrund einer schlimmen Jugend, aufgrund ihrer Herkunft. Da muss ich schon sagen, auch Südtirol war vor einigen Jahrzehnten ein armes Land. Gut. Auch unsere Leute haben in Kriegszeiten gelebt. Die sind alle nicht kriminell geworden. Also man kann nicht alles immer entschuldigen. Und wir können auch nicht für jeden einen Sozialbetreuer auf die Straße stellen. Irgendwann muss man sich auch die Frage stellen, wie bereit bin ich, mich zu integrieren und an unsere Regeln zu halten. Bissermeier, missbrauchen Medien, auch selbstkritisch gefragt so gesehen, aber auch Parteien vielleicht, die aktuellen Vorfälle der Gewalt in Meran? Welche Meinung haben Sie? Ich denke, hier spielt einiges mit. Ja, in dieser jetzigen Situation sprechen wir von mehr Fällen, die jetzt natürlich auch viel mehr gesehen wurden. Ja, ich arbeite seit 10 Jahren wirklich intensiv in der Jugend- und Sozialarbeit und habe sehr viel mehr gesehen als diese 3 Fälle. Und ich denke, es ist wirklich ein differenzierter Diskurs zu machen, denn wenn wir jetzt eben von allen Jugendlichen mit Immigrationshintergrund sprechen, ich habe vorher angesprochen, es ist eben wichtig, dass wir nicht grundsätzlich alle verurteilen, weil es sind so viele, die darunter leiden, weil sie eben ständig verurteilt werden. Da bin ich voll bei Ihnen und ich kenne auch Fälle und andere Sozialbetreuer schildern mir auch die Sachen und ganz vieles wird ja gar nicht publik und die Menschen möchten es auch nicht, dass es publik wird, wie oft sie auch angegriffen, bedroht werden und so weiter, auch mit Messern Sozialbetreuer, die täglich ihrer Arbeit nachgehen. Das kommt gar nicht auf. Und ich warne auch davor, und das Thema klein zu reden und zu beschönigen, denn wenn wir hier nicht offen und ehrlich darüber diskutieren, dann passiert eben genau das, vor dem Sie auch warnen, dass eben alle in einen Topf geschmissen werden. Denn es gibt durchaus auch viele Leute, die sich bemühen und integrieren, aber die zahlen drauf, weil eben der Deckel des Schweigens irgendwo darüber gestülpt wird und wir nicht offen darüber diskutieren. So gesehen, ganz interessant, ich habe im Vorfeld der Sendung auch mit einem anderen Fachmann gesprochen. Er meinte, derzeit sei der Südtiroler Sozialbereich das System überfordert. Er meinte wörtlich, es sei ständig unterbesetzt. Muss so gesehen vielleicht auch auf Landesebene hier die Landesregierung auch reagieren oder vielmehr agieren und vielleicht auch andere Prioritäten setzen? Herr Mayer, was glauben Sie?
Ich denke schon, weil wir sind immerhin wirklich unterbesetzt, sei es in der offenen Jugendarbeit, wo wir Jugendliche unterhalten im Sinne oder mit ihnen Projekte entwickeln, sei es, es ist die offene Jugendarbeit, aber wir haben auch die Jugenddienste, die sehr eine wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft machen. Und ich denke, es ist hier wirklich immer wieder wichtig, darauf zu achten, dass wenn wir es mehr und mehr schaffen, in unserer Jugend Raum zu geben, ja, es ist, die Öffnungszeiten werden minimiert. Sie sprechen jetzt von einem Jugendzentrum, die Öffnungszeiten? Ja, generell, also auch die Öffnungszeiten von Lokale. Okay. Wo sollen sich die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen aufhalten? Weil wir haben immer wieder gesehen, wo viele Menschen sind, sind weniger Gewalttaten im Sinne, dass die Menschen gegenseitig auf sich achten. Ja? Wir haben gesehen, dass wenn die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen, die hauptsächlich sozusagen am Abend auf den Straßen unterwegs sind, dass wenn sie einen erfüllten Abend haben, dass sehr weniger Gewalt vorhanden ist. Ja, ich habe Außendienste in Meran gemacht, wo ich ständig damit beschäftigt war, nicht hier diese Bank in die Wasser werfen, nicht hier die öffentlichen Beete zerstören, und erklärt, dass somit noch weniger passieren wird und damit mehr Sicherheit. Das heißt, es gab aber immer schon Fälle von Gewalt. Ja, man muss jetzt mal unterscheiden zwischen Lausbubenstreiche, die es immer schon gegeben hat, eine bestimmte Gewalt. Es würde sicher auch vor Jahren schon einmal, hat es eine Schlägerei unter Jugendlichen gegeben, das war immer da. Also man kann das nicht wegreden, aber nicht in diesem Ausmaß. Und das darf man eben nicht beschönigen. Und das muss man auch trennen. Und ich glaube, eines, Sie natürlich in Ihrer Funktion auch, und da will ich Ihnen überhaupt gar keinen Vorwurf machen, im Gegenteil, ich bestärke Sie in Ihrer Arbeit. Es ist wichtig, dass Jugendliche einen Platz haben, wo sie sind, dass sie sich auch irgendwo abnabeln können von zu Hause. Dafür ist ein Jugendzentrum auch da. Und da kann auch viele soziale Probleme verbessern, sage ich einmal. Aber ich komme zurück auf die große Zahl der Gewalttaten, die eben einfach von Migranten auch verübt wird. Und das kann man einfach nicht kleinreden. Da tun wir niemandem einen Gefallen. Hier müssen wir agieren. Und das ist auch die Aufgabe von uns als Politik. Und deswegen auch diese Sicherheitskonferenz. Gemeinsam mit eben auch Leuten der Gesellschaft, Lokalbetreibern und anderen, die hier ihre Meinung dazu sagen. So gesehen, für ganz viel Aufsehen hat ja auch dieses Musikvideo gesorgt, meine Herren. Ich wurde auch heute erst beispielsweise von einem Verkäufer darauf angesprochen, der meinte, das sieht man anhand dieses Videos, was in Meran derzeit abginge. Zur Erklärung vielleicht, wir haben es ja vorhin auch in der Zuspielung gesehen, da sind einige Jugendliche, großteils mit Migrationshintergrund zu sehen, die halten eine Spielzeugpistole in der Hand, sind teilweise vermummt, sie verherrlichen und verharmlosen Gewalt. Herr Mayer, können Sie das noch gutheißen? Ja, ich selbst heiße das nicht gut, aber warum schauen wir jetzt diese Jugendlichen an? Weil wir sie so nahe sehen. Ja? Das ist sozusagen heute alltäglich, dass neue Videos im Hip-Hop, im Rap-Bereich herauskommen, die sich gegenseitig versuchen, in diesen Darstellungen zu übertreffen. Ja? Und jetzt nehme ich, weil es gerade gut passt, ja, diese Jugendlichen auch noch her. Ja? Das passt gut zusammen mit den Fällen, die sozusagen letzte Woche passiert sind, und werfe alles in einen Topf. Das sind Jugendliche, die haben diese Bilder schon gesehen. Die sind nicht ihnen aus ihren Vorstellungen entstanden. Herr Leiter Reber, sobald Sie dieses Video, als Sie dieses Video gesehen haben, was haben Sie sich dabei gedacht? Zwei Sachen, bevor ich zum Video komme. Nein, bitte zum Video. Das Video selber, ich muss sagen, Gangster-Rap ist nicht unbedingt mein Musikstil. Also wenn ich es rein musikalisch betrachte, bin ich dadurch um einiges entfernt. Die Waffen in diesem Video und auch das Auftreten und vor allem der Inhalt, also der Staat hat mir nichts gegeben und so weiter und so fort, wie es da im Text weitergeht, das verwundert mich schon, weil ich auch einige Jugendliche kenne und auch ihren sozialen Hintergrund und die Familie, wo ich mir denke, gerade hier hat das Land und auch der Staat sehr viel getan, damit es diesen Menschen gut geht. Und das wundert mich, das stellt für mich nochmal ein Fragezeichen, und es hat den Eindruck, als wäre es ein bisschen eine Parallelgesellschaft, die sich auch entwickelt. Herr Mayer, haben Sie auch diesen Eindruck? Kann man diesen Eindruck vielleicht auch aus Ihrer Perspektive gewinnen, dass ja einige Jugendliche unzufrieden sind, obwohl, wie es Andreas Leiter-Reber gesagt hat, sie doch auch Unterstützung erhalten haben, und deshalb haben Sie jetzt dieses Video gemacht, weil sie sich einfach nicht von den Jugendlichen, sondern von den Familien und absolut vom Hintergrund der Jugendlichen, weil sie sich aber auch einfach nicht hier wohlfühlen, weil sie sich hier nicht daheim fühlen, entsteht hier eine Parallelgesellschaft?
Ich denke, wie in unserer schönen Stadt Meran. Ich habe das Glück, dass ich in Obermais wohne, ja, an einem sehr schönen Ort. Ich habe in meinen Außendiensten sehr viele nicht so schöne Orte angeschaut. Und wir helfen Ihnen. Ich weiß es, glaube ich, besser als Sie, weil ich sehr viele auch begleitet habe und somit genaue Zahlen habe. Aber ich denke wiederum, es ist nicht dies der Punkt. Wenn wir die Ursachen der ganzen Szenarien uns wirklich genau und ernsthaft anschauen, dann sehen wir, dass die Ursachen irgendwo anders liegen. Ja? Die Ursache ist die, grundsätzlich haben Jugendliche mit Immigrationshintergrund keine Chance, eine Arbeit zu finden, wenn sie die zweite Landessprache oder eine der Landessprachen nicht beherrschen, also ein Minimum an Italienisch. Wir haben diese Realitäten, wo sie sozusagen auch keine Chance haben. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie man sich in einem Land fühlt, wo man keine Chancen hat, eine Arbeitsstelle oder eine Zukunft sich aufzubauen. Und ich denke, diese Jugendlichen, ich habe mit vielen gesprochen, auch jetzt letzthin. Die haben das Video gemacht, weil sie einen Moment gesehen haben, wo sie sich verwirklichen können, im Sinne, ja, gleich, wie es uns die großen Medien oder sozusagen die großen Plattenfirmen und alle zusammen vor. Andreas Lauterreber überzeugt das nicht ganz. Nein, das Video ist auch für mich völlig zweitrangig, das muss ich schon ganz sagen, in der ganzen Situation ist das Video für mich zweitrangig. Und wenn Sie auch, Sie kommen aus Obermais, Schloss Winkel als Stichwort, da wo im letzten Herbst die Razzia gemacht worden ist, 11 Leute hops genommen in diesem Schloss. Der Bürgermeister verhängt dort sozusagen, es wird verschlossen, die Besitzer sind aufgefordert worden, das Schloss wieder zu verschließen. Mittlerweile sind wieder Illegale dort, die dort hausen. Und ich sage einfach, das sind die Hotspots, wo es dran geht. Die Jugendlichen selber, und da muss ich auch sagen, wenn Sie von der Landessprache reden, Deutsch oder Italienisch, ich glaube, das gehört dazu, dass wenn man sich integrieren möchte, und ich hoffe, dass Sie sich auch darin bestärken, eine der beiden Landessprachen zu erlernen, dann glaube ich, hat jeder auch eine Chance in diesem Land. Schlussrunde, bitte um ein kurzes Statement. Wie kann man jetzt nach diesen Daten der Gewalt im ganz konkreten Fall in Meran, wie kann man diese Ursachen, die ja unterschiedlich sind, möglichst gut lösen? Die Probleme. Also ich denke, wir haben jetzt im Jugendzentrum Jungle das in den letzten 2 Jahren gezeigt. Das ist eine Möglichkeit von vielen. Und das ist, wir haben mit den Jugendlichen, auch mit straffälligen Jugendlichen, das Jugendzentrum umgebaut. Es kann sich zeigen in einer schönen Form. Und ich denke, hier haben wir einen Mehrwert, weil wir die Jugendlichen ihnen Arbeitsfelderfahrungen geben konnten. Wir haben es geschafft, viele Jugendliche dadurch zu ermutigen und zu bekräftigen, weitere Wege zu beschreiten. Und ich denke, genau das ist das, an dem wir uns halten müssen. Es zeigt uns auch die Diskussion in Deutschland. Wir müssen uns gegenseitig daran bekräftigen, an diese Sachen und an den wirklichen Ursachen zu arbeiten. Was kann Südtirol tun, damit nicht tatsächlich Parallelgesellschaften entstehen? Ich sage Ihnen ganz einfach, wir haben einmal die Situation, die mit den Zahlen belegt ist. Das andere ist das Sicherheitsgefühl. Und es ist mittlerweile so, dass sich viele Frauen, aber auch Männer durchaus überlegen, gehe ich diese Straße, gehe ich durch diesen Park abends oder gehe ich nicht. In dem Moment, wo ich schon mir diese Gedanken mache, habe ich ein vermindertes Sicherheitsgefühl in diesem Land. Und das können wir nicht abstreiten. Und hier ist die Politik eben auch gefragt und nicht, ich finde Ihre Arbeit wertvoll, aber die Politik ist gefragt, Rahmenbedingungen zu setzen und vor allem auch in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Behörden und auch mit dem Regierungskommissariat wirklich zu sagen, wie viele Kräfte brauchen wir und wo können wir verstärken, vor allem auch, was die Gemeindepolizei anbelangt. Und hier haben wir viele Vorschläge gemacht, nicht nur diesen einen bei der Sicherheitskonferenz. Aber jetzt geht es einmal darum, dass wir wirklich alle gemeinsam offen darüber sprechen. Andreas Lauterreber, wir diskutieren ja auch morgen wieder über dieses heiße Eisen. Hat Südtirol ein Sicherheitsproblem? Dann ist auch Ihre Meinung dazu gefragt. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit im Mittagsmagazin Spezial morgen im Radio nach den 13 Uhr Nachrichten. Dann können Sie auch an meine beiden Gäste von heute Abend gerne Fragen stellen. In diesem Sinne bedanke ich mich bei Besai Meyer und bei Andreas Lauterreber für diese interessante Diskussionsrunde. Und hier bei uns im Fernsehprogramm wird nicht nur weiter diskutiert, sondern jetzt gibt es einige schöne Gipfelerlebnisse rund um die Toni-Demetz-Hütte. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Fernsehabend. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.